Wenn man Sascha Kura kennenlernt, spürt man sofort, dass diese Künstlerin einen besonderen Zugang zur Kunst innehat. Ihr Werdegang ist ein eher klassischer. Sie wurde in London geboren und ist in einem Haushalt groß geworden, in dem sie oft künstlerisch gefördert wurde. Nach der Schule war sie 2 Jahre an der Chelsea School of Art in London und hat anschließend an der Ruskin School of Drawing and Fine Art der Oxford University ihr Kunststudium abgeschlossen. Nun könnte man vermuten, dass ein klassischer Weg folgt: Arbeiten, Stipendien und Ausstellungen. Dem aber sollte nicht so sein, denn Sascha Kura ließ eine Frage nicht los. Was wird mit der Kunst? Ja, das nicht, was ist meine Motivation, das zu machen, sondern wo ist die Interesse, die Kunst überhaupt zu haben in der Welt? Warum mehr Kunst? Warum mehr Künstler? Und dann habe ich mich entschieden, tatsächlich theoretische Frage interessieren mich mehr. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Russland hat Sascha Kura zurück in London ihren Master in Kulturrecherche gemacht. Sie setzte sich währenddessen kritisch mit der Kultur verschiedenster Sparten auseinander. Nach diesem Studium stellte sie für sich fest, ganz ohne die Kunst, ganz ohne die praktische Arbeit geht es auch nicht. Mit diesem Hintergrundwissen versteht man die Komplexität der Person Sascha Kura und die Herangehensweise an ihre heutige Arbeit etwas besser. In Plüschow arbeitet sie, wie sie selbst sagt, an Assemblagen, also an einer Kombination verschiedenster Materialien oder Gegenstände. Diese werden dann zu einer Kunst der Zusammenstellung und Installation. Okay, ich bin mit einem Vorhaben gekommen. Ich habe einen Arbeitstitel gehabt und es kommt von einem Gedicht von einem spanischen Dichter. Nur deine Spuren sind der Weg und weiter nichts. Sascha Kura arbeitet für ihre Assemblagen mit Objekten, die sie aus dem Wegwerfkreislauf nimmt. Das Medium des antiquarischen gebrauchten Buches ist also sehr bewusst gewählt und wurde gefunden, nicht gekauft. Fast alles stammt aus dem Altpapier. Das interessiert mich, wie wir immer wieder Sachen machen. Wir meinen, die sollen auf den Markt kommen, die sollen gekauft werden. Und das beschäftigt mich, dass ich dann Produkte in der Hand habe, die manchmal jemand will, manchmal nicht. Und dann man hat diese Sache, habe ich das für mich gemacht? Habe ich das zum Ausstellung gemacht? Was ist, wenn es nicht ausgestellt ist? Wo sitzt es? Was tut es? Sascha Kura liebt das Material, aber sie will es nicht zwangsläufig besitzen. Diesen Gedanken möchte sie in ihrer Arbeit auf Schloss Plüschow mitnehmen. Hier ist sie nicht bemüht, fertige Kunstwerke zu erzeugen, wie sie selbst sagt. Stattdessen möchte sie einen Prozess durchgehen, einen Weg. Ob es am Ende eine Präsentation nach außen geben wird, beziehungsweise ob das überhaupt sein muss, diese Frage gilt es für Sascha Kura noch zu beantworten.